Oh, die kleinen Viecher, die gehen mir auf den Keks. Vielleicht keine Pfeile mehr. Aber mit einer Bombe mache ich kaum Schaden, ne? Ach, jetzt habe ich sie viel zu weit geworfen. Nee, nee, das ist nur Verschwendung. Genau, komm mal hier rein. Oh, wieder. Oh. So, meine Panzerung ist kaputt. So, da ist Nummer 2, der weg ist. Da müsste der Marienkäfer ist auch schon wieder voll. Ich glaube, da muss ich mir noch mal ein paar Pfeile holen, sonst wird das hier nichts. Weggeschmissen? Tatsächlich. Erschrotten. Die nehmen wir auf jeden Fall wieder mit hier. Ja, ich glaube, ich muss mir erst meine Ausrüstung reparieren. Aber wir nehmen noch so viele mit, wie es geht. Irgendwie. Nehmen die Kakettchen an. Nee, 47 Pfeile haben wir noch. Ich will ja auch nicht einfach durchrennen. Ich glaube, das ist auch gar nicht so. Aber so viele von den Käfern gibt es hier, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Von den kleinen. Oh, okay. Ah, lass mich hier raus. Da sind doch noch ein paar mehr, als ich dachte. So. Wieder einer weniger. Wo sind sie denn jetzt abgeblieben? Sind die jetzt tot? Ne, da hinten ist noch eine. Da. Du hau noch mal ab. No. Ich will erst die Kleinen haben. So. Jetzt dürfte es aber langsam gewesen. Ach, guck mal, hier ist noch was zu essen. Dürfte aber so langsam gewesen sein mit den kleinen Mistviechern hier. Pass mal auf. Jetzt haben wir wieder Platz für Essen hier.
Pfeile haben wir noch. Ich hänge fest. So, lass mal gucken. 40 Pfeile könnte knapp werden, ne? Sammeln hier erstmal die ganzen Pfeile ein. Oder auch nicht, weil das Inventar voll ist. So, mal komm, hier, kann auch weg. Alle, ja. Der Marienkäfer, ganz weit weg, das ist gut. Erstmal, wie gesagt, die Pfeile wiederholen hier. Ja, wo ist der Marienkäfer? Geblieben. Da hinten in der Ecke steht er. Nee, ich krieg die Tür nicht auf. Hätte ja klappen können. So. Dafür brauche ich erstmal wieder die Axt, ne? Wo ist er denn? Da. So. Einen blöden Pilz hier wegmachen kann. So, dann kann ich doch die Tür hier aufmachen. So. Oh, kommt so kleine Kacker denn schon wieder weg? Oh, da kommen schon wieder ganz viele von denen. Bin ich nicht gut. Ich renne jetzt durch. Ich renne jetzt hier einfach durch. So. Und tschüss. Tür zu. Da liegt der Chip. Alles, was wir brauchen wollen, ne? So. So, wir holen uns jetzt den Chip und dann rennen wir hier wieder raus. Das ist mir zu nervig. So, Chip haben wir. Noch ein, noch zwei. Immer noch zwei Stück. Ich werde hier gleich mit sterben. Ich muss hier raus. Lass mich raus. Ich renne jetzt hier durch. Schiebt man auf die ganzen Pfeile. Weg hier. Das ist mir zu nervig. So. Haben wir das doch. Ja. Ja, ich glaube, jetzt muss ich auch erstmal zurück. Und Ausrüstung reparieren. Aber dafür muss ich mir erstmal ein paar Mats besorgen. Nee. Da habe ich auch nicht mehr genug Pfeile für, ne? Na, lass mich raus. So.
Wo ging's denn hier raus? Da geht's raus. Da geht's raus! So, wie gesagt, hier gucken wir auch nochmal, aber ich glaube, hier haben wir auch alles, ne? Ja, das war dieser komische Raum. Genau. Ne, ja, haben wir alles. Ich glaube, wir sind hier fertig. Labor im Nebel. Liefere bei Bürgel den Chip ab, ja? So, geschmackvoller Aufstieg. Bürgel schick, den brauchen wir auch noch. Ja, ich glaube, der Rüsselkäferschild, den breche ich ab. Oder mal gucken. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal zurückkommen. So, da haben wir nochmal was zu essen. Better than starving, I think. Hinten haben wir auch noch. Gasmaske. Oh, meine Ausrüstung ist hier fast im Eimer, ne? Ja, ja, ja. So, machen wir die Taucherausrüstung da oben hin. Gut. Auf nach Hause. Auf in die richtige Richtung. Ja. So, Uhrzeit. Oh ja, ist ja früh am Morgen. So. Mal weg da. Wieder mal oben hoch. Den Stein. Alles will einen hier töten. Okay, da ist auch noch mal pure Wissenschaft. Unten ist pure Wissenschaft. Die Frage ist nur, wie kommen wir da wieder raus? Hier kämen wir wieder raus, ne? Nee, wir gehen erst nach Hause. Wir gehen jetzt erst nach Hause. So. Ich gehe nochmal hier rüber. Da ist das Haus, ne? Wir gehen jetzt hier an der Hauswand, gehen wir jetzt mal zurück. Wenn es geht. So, wo kommen wir denn da oben hin? Da war das Brett, ne? Ich glaube, hier oben waren wir auch schon. Nein, nein, nein! Was klebt denn da? Ein Kaugummi oder was? Okay. Wir haben noch ein bisschen Zeit, ist ja ein bisschen Tageslicht, haben wir noch. So schwer sein, hier hochzulaufen. So, ach ja, genau, da war die Spritze. Und da ist das Labor, ne? Klebt auch, kann doch sein, dass hier überall Kaugummis drunter kleben, oder? Hat der eine Sitzbank? Schon. Man kennt das ja so von früher. Kaugummi, zack, mal eben unter die Sitzbank geklebt und fertig. So, wir laufen einfach mal hierher. Ich hoffe jetzt nur, dass hier nichts Großartiges kommt. Irgendwas hat uns schon wieder im Visier.
So. Genau, jetzt müssen wir hier erstmal wieder rüberkommen. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken? Mistviecher. So. Überall diese Löcher im Boden. Nein, nein, nein! Ach, shit, jetzt bin ich doch hier runtergefallen. Komme ich hier wieder hoch? Ja, ich glaube schon, ne? Ja. Muss mal hingucken. Wo geht's denn nach Hause? Ich habe jetzt total die Orientierung verloren. Da geht's nach Hause. Gut. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ja, ja, ja. Da ist die Farbdose, ja. Ah, ja. So. Wir müssten gleich... Hier ist das Mildengebiet. Am Anfang, genau. Sag ich doch. Bei euch lasse ich alle links liegen. Milbenfell habe ich genug. Was wir uns auf jeden Fall, oder ich mir jetzt auf jeden Fall wieder besorgen muss, sind ein paar Dornen, damit ich mir wieder ordentlich Pfeile machen kann. So, geliebte Heimat, wir sind zu Hause. Jawohl. Wir haben das Abenteuer, wie sagt Nebelwald, oder Nebel, geschafft, überlebt und erfolgreich abgeschlossen. So, dann gucken wir jetzt mal. Ja, das müssen wir natürlich... Oh Mann, ey, die müssen wir komplett reparieren. Muss ich mir mal hier meine... Oh, weißt du, ich glaube, die ist besser, ne? Nehmen wir die an. So, die kaputte Ausrüstung kann ich gar nicht aufhängen. Ja, gut. Dann kommt die erstmal hier rein. Die müssen wir komplett reparieren. So, den Bogen, den brauchen wir eigentlich auch nicht. Ich muss mir mal, glaube ich, nochmal eine Kiste machen, nur für Waffen. So, das kann auch hier rein. Das legen wir mal auf den Grill. So, der kann hier rein. Taucherhelm. Ja, ich packe den mal hier rein. Vielleicht brauchen wir ja noch mal einen Taucherhelm. Ne, hier nicht. Da. Mal den da hin. So, dann die Flossen und den Helm hier hin. Wie gesagt, jetzt müssen wir uns natürlich hier erstmal um Marienkäfer auch kümmern. Achso, warte mal, da sind ja noch mehr. Also davon haben wir jetzt im Moment, glaube ich, erstmal genug. Da sollten wir erstmal ein Stück mit hinkommen. Oh, Bandagen müssen wir uns machen. So, jetzt erstmal hier sortieren. Und die Schaufel. So, da kommen dann die Bandagen hin. Hier die Pfeile. Ja. Also, wir müssen uns jetzt Bandagen machen. Und erstmal wieder genug Bandagen. Mal hier mit rein. Auch da rein. So. So, mal gucken, was können wir denn hier reparieren? Können wir nein, reparieren. So, den können wir reparieren. Den können wir auch reparieren.
Armbrust auch. Der geht auch noch. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal alles repariert. Hackeln könnte ich noch einen mitnehmen. Ja, so, Bomben. Ja, nehmen wir auch mal mit. Da gibt es ja da hinten gibt's ja noch eine Stelle, die wir in die Luft sprengen müssen. Bei dem Bomber. Ich glaube, da waren auch damals auf jeden Fall so eine Art Feuerkäfer. Ja. So. Erstmal was essen. Wir brauchen. Nehmen wir nochmal nach oben. Nice and clean. So, du kommst in die Trinkflasche. So, dann gehen wir mal Richtung Bürgel. Vielleicht treffen wir ja noch hier und da einen Marienkäfer. Aber erst noch mal hier oben den Respawn-Punkt setzen. Bin ich wieder später hinten im Nebel. Da brauchen wir, glaube ich, so schnell erstmal nicht mehr hin. So. Pilze mit. Doch, wir gehen erst zum Bürgel. Da kann ich dann auch die Schildquest hier abbrechen. Ich glaube, die gab sowieso nur 100 pure Wissenschaft. Ja, ja. Marienkäfer sind auch schon wieder ausgestorben, so wie das aussieht. Die haben sie auch schon wieder ganz schön rar gemacht, die Marienkäfer. Gut. Ah, da ist einer. Guck mal, schön. Oh, die Rüstung hält nicht so viel aus. Okay. Ach, nee, ey. Musste ausgerechnet in dem Moment den Spurtangriff machen. Ich wollte gerade umdrehen und mit der Armbrust drauf schießen. Ach ja. So ist das. So schnell kann es gehen. Ja, jetzt habe ich die Armbrust und 20 Pfeile dabei. Ja. Mal eben schnell den Marienkäfer machen, ne? Ja, die Marienkäferrüstung ist, glaube ich, einfach die stärkste Rüstung im Moment im Spiel. Es sei denn, es gibt nachher noch irgendwie was Stärkeres, so von der Ameisen oder so, das weiß man noch. Von den schwarzen Ameisen, das weiß man natürlich noch nicht, ne? Oder ich weiß es noch nicht.
Werden wir aber herausfinden. So. Da bist du ja mein Freund. Eigentlich brauche ich dich. So. Ich brauche leider deine Körperteile. Ups. Getroffen. So, jetzt aber. So. Ja. Wir können auf jeden Fall unsere Ausrüstung wieder reparieren. Erstmal. Hier noch mehr Pfeile rumliegen. Schon wieder dunkel. Mein Gott, was liegen die Pfeile hier verstreut rum? So, da liegt auch noch einer da oben drauf. So, aber alle wieder. So, habe ich noch Platz im Inventar? Ja. Ich will auch mal ein paar Pilze essen hier. So, Leben ist voll. Spinne, hau doch mal ab. Ich will mir doch nur ein paar Dornen holen hier. Keine Lust jetzt auf Spinne. Da haben wir sowieso genug Teile von. Lass mich doch mal hier drauf, so. Oh ja, wir kriegen noch ein paar Pfeile, kriegen wir noch mit. Oder ein paar Dornen. So, kommen wir nach ganz oben. Na? So. Ah, das war klar, aber egal. So, dann nehmen wir noch mal ein paar Rosenblätter mit. Wenn wir schon mal hier sind. Ah. Bleibt mal schön da hinten. Und das nehmen wir auch noch mit. Das auch. So.
So, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt zum Bürgel. Da haben wir auch einen Respawn-Punkt, den können wir dann da setzen. Falls wir dann noch von der Vogelspinne, Wolfsspinne überrascht werden. So. Sind wir auf der sicheren Seite, müssen wir nicht wieder bis nach hier hinten rennen. Oder nehme ich den hier unten? Ne, ich glaube, nehme mir den hier unten. Ach. So, dann können wir auch die Wasserflasche auffüllen hier, ne? Füllen wir die Wasserflasche noch eben auf. So. Wasserflasche ist voll, okay. Habe ich jetzt die Wasserflasche weggeschmissen? Nee, ich dachte gerade. Da habe ich ja ein Talent für. So, dann essen wir noch mal ein paar Pilze. Oh. Worse than my mom's Brussels sprouts. So, dann haben wir voll. Respawn-Punkt habe ich. Gut. Nehmen wir jetzt Bürgel. Bürgel, wir kommen. Dann nehme ich aber noch keinen. Ja, doch, kann ich ja eigentlich. Muss aber noch vor Mitternacht die Killquest abbrechen, damit ich dann am nächsten Tag zwei neue kriege. Ja, erstmal zum Bürgel. Hallo Bürgel! Ich habe einen Bürgelchip gefunden. So, hast du irgendwelche Aufgaben für mich? Ja, so, was haben wir dann? Herstellen Spinnenhaube. Ja, das ist dies auf jeden Fall schnell gemacht. Die können wir annehmen. Und die Rüsselkäfer, die breche ich jetzt ab. So. Rettungsgruppe, geschmackvoller Aufstieg. Ja, da müssen wir auch noch hin. So. Stärke ein paar Milchmolaren. Okay. Wie viel habe ich denn? Zwei, drei brauche ich. Damit ich die Mutation erhöhen kann. Ja, die zwei weiß ich nicht, ob das überhaupt das nicht vielleicht Verschwendung war. So, aber hier haben wir auch noch zwei, ne? Maximale Rohstoffstapel. Maximale Verbrauchsgegenstandstapel erhöhen. Pfeilstapel wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Dann würden, nehmen die nicht so viel Platz weg. Das ist eine gute Frage, ne? Da mache ich alle erstmal auf einmal und den Rest, ja, mal schon. Also, wie viel es davon gibt von dem Mega-Milchmolar im Spiel? Die scheinen ja auch begrenzt zu sein, ne? Ja, ich überlege mir das nochmal. So, was können wir denn? Haben wir denn neue Rezepte? Fackelverbesserung, Eichenschaufelverbesserung, ja. Diesel in der Brandung. Entschlüsselt geheime Fleischkenntnisse vom Chip und werkelt an dir mit Klemme und Pfannenwender herum. Das Geklopfe wirkt auf molekularer Ebene und schaltet eine neue Mutation frei, welche die gesamte maximale Gesundheit erhöht. Ja, komm. Das ist doch vielleicht schon mal nicht schlecht. Den kann man ja schon mal lernen. Das dauert ja doch ein bisschen, bis die Mutationen gestiegen sind. Kochbuch Eiche, okay. Hilda Set, Teenie Geist, eine Sammlung neuer Ideen zur Darstellung
Und Schilderrahmen, okay. Eine Verbesserung für den Scannermodul des SCAB oder SCAP, mit dem du pure Wissenschaft in der Nähe entdecken kannst. Ja, weiß nicht. Ich glaube, die spare ich mir auch nochmal. Augenklappenverbesserung. Eine Verbesserung für die Augenklappe, die die Ausdauerkosten für Angriffe senkt. Ja, aber das bringt ja nur was, wenn wir die Augenklappe benutzen. Ne? Trainierte Lungen. Hört sich auch nicht verkehrt an. Bügel dekodiert pulmologische Erkenntnisse im Chip. Wiederholte Schocks in dein Lungengewebe bringen es auf Trab und regen deine DNS an, neue Mutationen auszubilden, die die maximale Ausdauer erhöhen. Nehme ich auch mal, glaube ich. Mehr Ausdauer ist auch nicht verkehrt. Ja, wobei, es ist natürlich so. Wir gucken erstmal weiter. Weil da müssten wir ganz bei den Milchmolaren komplett auf die Mutation gehen, ne? Dass wir die überhaupt alle benutzen können. So, Schilderset, Kreaturen, naja, Scanner, schwimmendes Fundament, das wäre dann für eine Wasserbasis, wäre vielleicht auch ganz lustig. Ja, nee. Schilderset. Pressbombenrezept. Eine mit klebrigen Substanzen überzogene Bombe haftet aber erst am ersten Aufprallpunkt. Okay. Dafür brauchen wir die normalen Bomben, 5 Spinnennetze. Und schön wäre ja, wenn dabei stehen würde, wie viel Schaden die machen würde, ne? Ob die auch mehr Schaden macht als die anderen. Schwimmflossenverbesserung, Tauchlaternenverbesserung, okay. Fortgeschrittene Produktionsgebäude. Ist da der Schmelzofen bei? Ja, da ist der Schmelzofen bei. Den sollten wir vielleicht auch mal lernen. Ne? Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, den Schmelzige. Ach so. Wo war er jetzt? Oh, genau, da fortgestellt. Den kaufen wir auf jeden Fall. Federdächer. Kühnes, unheilverkündendes Dach mit Krähenfedern. Okay. Ja, ja, gut. Knoblauch, Kochbuch, Nebel. Ah, okay. Eine schwammerige Mischung aus Pilzgewäschen. Poppe voll mit Nährstoffen und eine vollwertige Mahlzeit. Erfordert Schmelzofen zur Herstellung. Ja, das Rezept könnte man doch mal lernen, ne? Haben wir denn noch so viele Punkte? Ja. Das Rezept, das lerne ich auch mal. So, wir haben jetzt den Schmelzofen. Gut. War's dann erstmal wieder. Herstellen Spinnenhaube, ja. Oh, was sagt denn die Uhrzeit? 23 Uhr, ja, ich glaube, wir gehen mal schlafen. Dann gehen wir nochmal zurück, gucken, ob wir noch eine dritte Mission kriegen. Schlaf müssten wir eigentlich hier können, ne? Schlafe 8 Stunden. Und wieder zurück nach dem Bürgel. Um 7 Uhr morgens, das geht ja noch. So, dann holen wir uns jetzt die dritte Mission. Ja. So, Schipprettungstruppe, süßes Rätsel. Ja gut, nehmen wir auch mal an. Dann wissen wir ja auf jeden Fall, was wir zu tun haben. Ne? Süßes Rätsel. Süßes Rätsel. Das könnte ich mir vorstellen, dass das bei den Bienen ist. Ne? So honigmäßig oder so. Süßes Rätsel.
Machen wir doch nochmal. Die Bienen. Bienen waren ja, glaube ich, hier unten irgendwo, ne? Hier, aber. Das. Oder ist das. Verlorener Bürgel. Da ist noch einer. Da ist ein Bürgelschip. So. Da ist ein Tunnel, ja, ein Eingang, so freiliegendes Rohr, genau. Da sind wir ja hier durchgetaucht. Da ist das Giftgebiet. Da ist ein Wasserschlauch, so wie das aussieht. Ja, wie gesagt, ich würde ja gerne hier in den würde ich ja gerne haben. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Nee, das ist nicht die Hecke, ne? Hecke ist hier oben, oder? Eine Hecke muss hier oben sein, ja, ja. Ja? Hier ist die Hecke, Quatsch. Ja, ja, den, hier, der würde ich gerne den Bürgelchip haben, damit ich hier endlich in die Hecken rein kann. Gut, gut, gut. Aber mal schauen. Sehen wir nicht gerade, die Zeit ist leider um. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch schöne Ostern. Bis dann. Bye, bye.